Hallo, Kurt Söser hier. Heute zu einem weiteren wichtigen Thema in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, der Approximation der Binomialverteilung durch die Normalverteilung. Das ist ein Thema, das sehr, sehr häufig in den Schulen vorkommt und deswegen möchte ich dir wieder eine kleine Einleitung dazu gestalten. Ich habe als Beispiel den Münzwurf ausgesucht, einen klassischen Münzwurf. Wir werfen eine Münze, eine faire Münze. Und die Frage dazu ist, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit bei 1000 Würfen, mindestens 500, aber höchstens 600 Mal Kopf zu erhalten. Also eine klassische Binomialverteilung. Entweder es kommt Kopf oder es kommt Zahl. Als Vorarbeit, damit wir die Binomialverteilung noch ein bisschen wiederholen, habe ich da noch eine Frage gestellt. Zusätzlich, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei 10 Würfen mindestens 5, aber höchstens 6 Mal Kopf zu erhalten? Würde man das wieder sauber aufschreiben mit der Zufallsvariable x Anzahl Kopf bei einer Münze, dann wäre die zugehörige Elementarwahrscheinlichkeit P 0,5 und eben auch Q 0,5, die Wahrscheinlichkeit, dass Zahl kommt, und N ist in dem Fall 10, wenn ich jetzt einmal dieses Vorbereitungsbeispiel rechnen möchte. Dann ist es ganz einfach leicht auszurechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl von Kopf größer gleich 5 größer gleich 6, also genau 5 oder 6 beträgt. Also dass Kopf 5 oder 6 mal kommt. Das habe ich in den anderen Videos schon gezeigt, wie das mit GeoGebra sehr, sehr rasch zu lösen ist. Auch das wäre ohne GeoGebra auch einfach zu lösen. Man braucht nur zwei mal in die Binomialverteilungsformel einsetzen und dann hat man das Ergebnis schon. Mit GeoGebra geht es aber noch schneller. Ich habe schon die Parameter vorbereitet, N10, P 0,5 und dann brauchen wir nur mehr zwischen 5 und 6 die Zufallsvariable berechnen zu lassen. Also bei 5 kommt 0,24 heraus, bei 6 0,2 und somit ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit 0,4512 oder 45%. Ich werde da geschwind das auch noch als Screenshot hinzufügen, damit alles schön dokumentiert ist. Also das ist einfach nur zur Wiederholung, wie man mit Hilfe der Binomialverteilung dieses Problem löst. Gut, jetzt aber, was ist, wenn n nicht 10 ist, so wie wir das gerade gehabt haben, sondern was ist, wenn n sehr viel größer ist, also beispielsweise 1000, so wie ich es in der ersten Fragestellung habe. Moment, mach das dann ein bisschen kleiner. Also, was ist, wenn wir in der Fragestellung haben, bei 1000 Würfen mindestens 500, aber höchstens 600 Mal. Das ist da schon geschrieben. Die Fragestellung also, dass jetzt 500 kleiner gleich x kleiner gleich 600 ist. Man könnte wieder sagen, okay, nehmen wir GeoGebra zur Hand und geben jetzt einfach als Parameter n 1000 ein. Machen wir das mal. Schauen wir, was passiert. Okay, nur die richtigen Grenzen, 500 bis 600. Und wir sehen, es kommt da 0,5126 heraus. Dann wir das mal da aufschreiben. 0,5126, also ungefähr 51%. Jetzt ist die Frage, wie kann man das Ganze vielleicht ein bisschen schneller rechnen, beziehungsweise wie haben das Mathematiker vor mehr als 100 Jahren berechnet? Also vor 200, 300 Jahren ist es auch schon vorgekommen, solche Fragestellungen. Und dazu gehe ich noch einen kleinen Schritt zurück. Und zwar zeigt das Ganze mit beispielsweise 100 Versuchen und 50 bis 60 Mal soll jetzt Kopf kommen. Und man sieht ganz schön, dass hier diese 10 Wahrscheinlichkeiten als Balken dargestellt werden. Als zugehörige Wahrscheinlichkeit kann ich also als Fläche interpretieren oder umgekehrt, die Fläche wird als Wahrscheinlichkeit interpretiert. Und das ist sehr, sehr praktisch, weil das kennen wir schon von wo. Auch, was als zweites auffällt, ist, dass diese Verteilung eine typische Glocken Form hat, nämlich diese gaußsche Glockenkurve, und die kann man sich hier in GeoGebra schön einblenden lassen, diese Überlagerung. Und man sieht tatsächlich, mit den Parametern μ und Sigma, die da vorhanden sind, kann ich sofort über diese Kurve, über diese Balken, die Glockenkurve drüber legen lassen. Und jetzt ist die Grundidee ganz einfach beim Approximieren. Ja, wir brauchen nicht diese 10 Balken berechnen, sondern wir berechnen ganz einfach die Fläche aus, das Flächenintegral zwischen 50 und 60 zu diesen Parametern μ gleich 50 und Sigma gleich 5.
Eine andere Begründung, warum das Rechnen mit so großen Zahlen nicht ganz einfach ist, möchte ich auch noch kurz geben. Das ist nämlich, wenn man sich die Binomialkoeffizienten anschaut. Also beispielsweise müsste man ja bei 100 versuchen und 50 davon soll Kopf sein, diesen Binomialkoeffizienten ausrechnen. 100 über 50. Ich habe das da mal ausrechnen lassen, der ist schon immer ganz klar, der hat schon 29 Stellen, kann man da ganz gut lesen. Nur, wenn ich das Ganze jetzt mit 1000 mache, dann wird dieser Binomialkoeffizient, also zum Beispiel 1000 über 500, riesengroß, und zwar wirklich riesengroß. Ich tue nochmal ein bisschen scrollen, man sieht, wie lang diese Zahl da ist. Die geht relativ lang mit einem Haufen Nuller weiter. Und zwar hat diese Zahl fast 300 Stellen, 2,7 mal 10 hoch 299. 300 Ziffern braucht man, um diese Zahl 1000 über 500 darzustellen. Nur als kleiner Vergleich, es gibt ungefähr im Weltraum, im ganzen Universum 10 hoch 77, 10 hoch 78 Atome nur. Also eine unvorstellbar große Zahl, was da herauskommt. Das Spannende ist, dass mit dieser unvorstellbar großen Zahl trotzdem eine relativ kleine und sinnvolle Wahrscheinlichkeit herauskommt. Das heißt, man kann das schon berechnen. Nur mit herkömmlichen Mitteln, ohne Computerunterstützung, ein Ding der Unmöglichkeit. Jetzt, wie kann man das jetzt mit Hilfe dann der Normalverteilung rechnen? Schauen wir uns das nochmal an. Also die Idee, wiederhole es nochmal, ist folgende. Man versucht jetzt nicht diese einzelnen Balken einzeln zu berechnen. Da müsste ich ja 10 Rechnungen machen. 11 sogar, 50, 51 und so weiter. Sondern man versucht die Fläche da dazwischen auszurechnen, zwischen zwei Grenzen. Das heißt, ich versuche das ein bisschen mit mathematischen Symbolen aufzuschreiben. Man könnte diese ganze Balken durch Flächen approximieren. Also diese einzelnen Balken durch vielleicht eine Fläche der Normalverteilung approximieren. Machen wir noch ein bisschen Farbe dazu. Entscheidend sind bei der Flächenberechnung auf alle Fälle wieder die Grenzen. Man braucht also eine untere Grenze und eine obere Grenze. In unserem Fall wären das eben 500 und 600 und die jeweiligen Parameter. Das heißt, aus der Binomialverteilung, ich schreibe einfach kurz mit BV, mit den Parametern N und P, wir haben da gehabt 1000 und 0,5, wird approximiert über die Normalverteilung mit den Parametern μ. Ja, wie kommt man jetzt auf μ? Das ist irgendwie selbstverständlich, wenn man 100 Versuche macht und die Wahrscheinlichkeit ist 0,5, dann kommt man auf μ gleich 50. Würde bedeuten, ich kann im Schnitt 50 mal Kopf erwarten. Also bei 1000 wird das Ganze bei 1000 mal 0,5 sein, also bei 500 mal im Schnitt Kopf erwarten. Der Erwartungswert der Binomialverteilung, den wir jetzt als Mittelwert für die Normalverteilung verwenden. Und ebenso kann man allgemein zeigen, dass der Erwartungswert, dass die Standardabweichung der Binomialverteilung n mal p mal q ist. Also in unserem Fall die Wurzel draus, 1000 mal 0,5, q ist ebenso 0,5, müsste eigentlich genau 25 ergeben und die Wurzel aus 25 ist genau 5. Schauen wir mal, ob ich da verrechnet habe. Dank GeoGebra bekomme ich ja das Mü und Sigma automatisch mitgeliefert. Okay, ich habe mich verrechnet, hab's, das ist die Wurzel aus 250, nicht aus 25 und das ergibt 15,81. Gut, 15,81. Das heißt, mit diesen zwei Parametern μ gleich 500 und Sigma gleich 15,81 könnte jetzt eigentlich ganz schnell die Wahrscheinlichkeit berechnen. Wir haben die Wahrscheinlichkeit schon herausgerechnet, da sollte es herauskommen, 0,51266. Aber schauen wir mal, was jetzt bei der Wahrscheinlichkeit herauskommt, wenn ich mit der Normalverteilung rechne, zwischen 500 und 600. Also,
wir switchen das Ganze jetzt auf die Normalverteilung. Merken Sie die 215,8114. Geben als Sigma 15,8114 ein. Als μ den Erwartungswert der Binomialverteilung. Ich erwarte mir 500 mal Kopf. Und die Grenzen sind jetzt eben 500 bis 600. Und wir sehen, dass da ebenso 0,5 rauskommt, nicht exakt 0,51, dazu gleich ein bisschen später, da wir das Ganze noch mit protokollieren, mit Hilfe eines Screenshots. Das heißt, ich komme so ungefähr auf die Lösung hin, was eben mir die Binomialverteilung richtig berechnet. Warum ungefähr? Das hat natürlich einen Grund, ich tue approximieren, und es gibt noch einen anderen Grund, einen wichtigen, den werde ich gleich im Anschluss machen. Aber jetzt noch vorher, vielleicht bei dem Sigma liegt nur vielleicht ein kleiner Irrtum drinnen, weil ja die Wurzel aus 250 nicht exakt 15,8114 ist, sondern ein paar weitere zerquetschte. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen Ungenauigkeit drinnen. Aber im Großen und Ganzen stimmen die 0,5 mit dem überein, was da oben steht, die 0,5126. Was wiederum bedeutet, wir haben jetzt eine relativ schnelle Möglichkeit gefunden, die Binomialverteilung mit der Normalverteilung anzunähern. Das ist wie gesagt nur eine Annäherung, eine grobe Annäherung. Man muss im Hinterkopf immer behalten, dass das viel, viel schneller geht, weil ich da ja Flächen berechnen kann und diese Flächen über das Integral bestimmbar ist, beziehungsweise in Tabellen nachgeschlagen werden kann und nicht eben diese riesengroßen Binomialkoeffizienten berechnet werden müssen. Deswegen ist diese Approximation sehr wohl in der Realität wichtig. Ein Computer tut sich nicht schwer und hat da keine Probleme, auch mit diesen großen Zahlen eine Binomialverteilung zu berechnen. Jetzt nur ein bisschen ein Genauigkeitsproblem. Warum kommt da nicht 0,51 heraus, sondern eben 0,5 bei der Approximation? Und da gibt es ein wichtiges Konzept, die sogenannte Stetigkeitskorrektur. Und diese Stetigkeitskorrektur möchte ich anhand von einem Applet kurz erklären, um zu verstehen, warum man sowas macht. Wir wissen ja schon, es gibt stetige Zufallsvariablen, so wie bei der Normalverteilung, und diskrete, so wie bei der Binomialverteilung. Und jetzt wird auf einmal aus einer binomial verteilten Zufallsvariable eine normal verteilte, also aus einer diskreten eine stetige. Damit man da eben keinen Fehler macht, kann man das Ganze ein bisschen korrigieren. Ich schaue mir folgendes geschwind an. Und zwar habe ich hier ein Applet erstellt, wo man ganz einfach sieht, bei 20 Würfen, Münzwürfen, Wahrscheinlichkeit ist wieder 0,5, wird zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass 6, 7, 8 und 9 Mal Kopf kommt, ausgerechnet, also zwischen 6 und 9 Mal, das ist 0,39. Man sieht, diese Treppen, wie man so schön sieht, kann man wieder durch die Normalverteilung annähern, also man sieht, da geht die Kurve durch, mit Mittelwert 10, Sigma habe ich da jetzt nicht ausgerechnet, weiß ich auch nicht auswendig im Kopf, aber man erkennt jetzt, wenn das ganze N noch nicht so groß ist, dass diese Treppen ja nicht perfekt von den von dieser Funktion angenähert wird. Das heißt, ich werde da kurz da einen Screenshot machen, da kann ich was dazu zeichnen. Die Annäherung der Binomialverteilung beinhaltet kleine Fehler. Und zwar gibt es da ganz kleine Fehler. Man sieht, wenn ich diese vier Flächen berechnen möchte und das aber nur von 6 bis 9 mache, dann haben wir eben zwei Fehlerquellen. Die erste ganz einfache Fehlerquelle ist einmal, dass da diese Dreieckerl nicht vorhanden sind. Das heißt, diese Dreieckerl, die ich da klein jetzt einzeichne, werden bei der Flächenberechnung mitgerechnet, obwohl sie bei der Treppe gar nicht dabei sind. Okay, da kann man ganz einfach Folgendes sagen. Jedes dieses Dreieckerl kommt ja ungefähr auch hier vor und das klappt man einfach hier rein. Das wäre das Problem, also da ist das Problem nicht so groß, dass man einfach dieses Dreieck da reinklappt. Nur, wenn ich jetzt diese Fläche berechne, die blau schraffiere, bekomme ich
das Problem, dass genau diese grünen Teile, die ich jetzt da markiere, fehlen. Das heißt, man integrierte dann von 6 bis 9, es geht also genauso eine halbe, ein halbes nach links und rechts noch ab. Schauen wir uns das noch perfekt hier an. Das heißt, wenn ich ohne Stetigkeitskorrektur rechne und das Integral von 6 bis 9 von der Normalverteilung mache, dann sieht man, dass diese halben Rechtecke fehlen. Und man merkt bei so kleinen Zahlen, das ist gewaltiger Unterschied zwischen 0,39, der gesuchten Wahrscheinlichkeit, das ist die richtige Wahrscheinlichkeit, und der approximierten von 0,29. Also das ist ein Unterschied. Die Korrekturrechtecke, wenn man die hinzufügt, also ich habe es da blau markiert, dann muss man praktisch ja nicht mehr von 6 bis 9 integrieren, sondern wenn ich jetzt mit Stetigkeitskorrektur integriere, von 5,5 bis 9,5. Das heißt, ich drücke die Grenzen einmal nach außen und hier auch nach außen. Und jetzt sieht man ganz schön, 0,39 kommt daraus. Das entspricht wirklich der Wahrscheinlichkeit, die wir zuvor schon mit der Binomialverteilung gefunden haben. Der Pfeil da oben soll der Doppelpfeil soll andeuten, ich muss praktisch bei der Stetigkeitskorrektur die Grenzen nach außen drücken, um diesen Fehler, dieses Defizit, dieses halbe Rechteck auszugleichen. Zweimal dieses halbe Rechteck. Also, möchte man die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass zwischen 6 und 9 mal der Kopf kommt, dann kann man das eben mit der Binomialverteilung machen. Will man das jetzt approximieren über die Normalverteilung, dann muss man eben nach außen drücken, also nach 5,5 und nach 9,5, und dann kann man die Fläche dazwischen mit Hilfe der Normalverteilung berechnen. Ganz, ganz wichtiges Konzept, diese Stetigkeitskorrektur, die im Endeffekt sehr, sehr einfach ist und sehr, sehr einfach zum Anwenden, also man versucht, den Fehler, den man dadurch macht, dass man von diskreten Zufallsvariablen auf stetige übergeht, mit einem nach außen drücken der Grenzen zu verbessern. Schauen wir uns das in unserem speziellen Beispiel an. Also wir müssten jetzt nicht von 500 bis 600 das machen, sondern nach außen gedrückt würde hier 499,5 ausmachen und hier 600,5 immer nach außen erweitern. Und jetzt sieht man auf einmal, dass tatsächlich die Wahrscheinlichkeit der mehr entspricht oder genauer ist, als was wir vorher gehabt haben. Also 51,26%. Ich werde das vielleicht dann noch aufschreiben. Wir berechnen also noch einmal die Wahrscheinlichkeit zwischen 500 und 600 mal Kopf zu erhalten. Jetzt werden wir aber da die Stetigkeitskorrektur hinzufügen, werden wir das Ganze hier approximieren und somit ist eigentlich zu berechnen zwischen 499,5 und 600,5. Und diese Wahrscheinlichkeit haben wir, wie gerade gesehen, berechnet, und die entspricht jetzt wirklich noch etwas genauer dem Wert, den wir vorher schon mit der Binomialverteilung herausbekommen haben. Also die 51,26%. Was waren die Nachkommastellen vorhin? Schauen wir uns das nochmal an. Also hier haben wir 51,26 und vorher haben wir gehabt 51,26. Ja, perfekt. Also es ist wirklich sogar auch noch die vierte Nachkommastelle exakt dabei bei der Approximation, sobald ich die Stetigkeitskorrektur berücksichtige. Gut, noch zum Abschluss eine kurze Zusammenfassung von dem eben. Also möchte ich gern binomial verteilte Zufallsvariablen schneller, effektiver, einfacher berechnen, ohne dass man die Binomialkoeffizienten berechnen muss und so weiter, kann man das über die Normalverteilung machen. Das geht deswegen ganz gut, weil die Flächen einer Binomialverteilung ja der Wahrscheinlichkeit entsprechen, und somit kann ich ja, wenn ich die Normalverteilungskurve drüber lege, diese Fläche, hier noch einmal blau dargestellt, über die Fläche
unter der Normalverteilungskurve, der Glockenkurve, berechnen. Wenn man das eben macht, braucht man dazu den Mittelwert μ. μ wird über n mal p berechnet. Schreiben wir uns das allgemein noch auf. μ ist n mal p. Sigma als Standardabweichung wird auch noch benötigt. Und zwar eben aus Wurzel mal n mal p mal q. Mit diesen zwei Parametern μ und Sigma erhalte ich die Gaußsche Glockenkurve. Und dann brauche ich nochmal die Fläche berechnen. Jetzt ist oftmals angegeben, dass man die Stetigkeitskorrektur vernachlässigen kann. Wenn man aber exakt rechnen möchte, dann muss man es natürlich mit Stetigkeitskorrektur machen. Der Grund wird in diesen zwei Skizzen noch einmal ersichtlich. Man muss die Fläche nach außen drücken. Die beiden Grenzen, also hier 5,5 und 9,5, damit das Ganze auch wirklich der Fläche entspricht, die gesucht ist. Also in dem speziellen gefragten Beispiel auf 499,5 und 600,5. Und schon erhalten wir mit Hilfe der Normalverteilung die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Soweit, so gut. Ich hoffe, es war wieder einiges dabei. Würde mich freuen über Kommentare und wird sicherlich das letzte Video in dieser Reihe sein.